Musiker TV, der Mario, ich grüße euch. Heute geht es um das Moore GE200. Mit diesem Pedal stellt Moore einen Amp-Modeller und Multi-Effekt-Prozessor der nächsten Generation vor, der trotz hoher Qualität und etlichen professionellen Features preislich voll auf dem Teppich bleibt, eben typisch Moore. Das Moore GE200 besitzt 55 hochwertige Amp-Model-Simulationen für Gitarre und Bass, 26 Speaker-Cabinet-Model-Simulationen, 70 hochwertige Effekte und einen 52-Sekunden-Looper. Aber damit nicht genug, eine Drum Machine ist ebenfalls an Bord. Unterstützung von zusätzlichen Impulsresponses von Drittanbietern ist über die Moore Studio-Software möglich. All das machen das Moore GE200 ideal fürs Üben zu Hause und für den Live-Einsatz. Das Moore GE200 verfügt darüber hinaus über ein 3,5 Zoll Farbdisplay, was eine einfache und übersichtliche Bedienung gewährleistet. Auf der Rückseite gibt es die Anschlüsse, einmal für Aux-In, man kann ein zweites Expression Pedal anschließen, der Instrumenteneingang, zweimal Line-Out, ein Kopfhöreranschluss und ein USB-Anschluss. Hier kann man das Pedal direkt mit dem Computer verbinden und es als Audio-Interface nutzen oder mit der Moore Studio-Software kommunizieren. Ich möchte zuerst ganz kurz auf die Bedienelemente eingehen. Für das große Farbdisplay gibt es zwei Einstellungen. Einmal den Play-Modus. Hier erkennt man ganz groß die Preset-Nummer und den Chain-Modus. Hier sieht man die Effektkette. Es gibt zwei große Regler, einmal den Master-Volume-Regler und einmal den Value-Regler. Mit ihm kann man durch Drehen und Drücken durchs Menü navigieren oder im Play-Modus auch die Presets wechseln. Es gibt drei Taster, Up und Down, mit ihnen kann man die Presets auswählen und einen dritten Taster, der Control-Tab-Tempo-Taster. Mit ihnen kann man zum Beispiel die Delay-Zeit bestimmen. Oder mit der Kontrollfunktion Effektblöcke ein- und ausschalten. Ich zeige das mal kurz. Man kann hier über Control zum Beispiel sagen, der EQ und das Delay soll ein Effektblock sein. Und dann kann man diese ein- und ausschalten mit dem Control-Taster. Für die Fußschalter Up and Down gibt es zwei Modes. Entweder man wählt hier diese Presets direkt aus oder man kann im System den Mode ändern, und zwar Mode 2. Hier wählt man erst das Preset aus, was man haben möchte, und muss dann mit dem Control-Taster bestätigen. Das Expression Pedal. Hier gibt es die Systemeinstellungen. Hier kann man globale Einstellungen vornehmen. Darauf gehe ich später noch ein. Mit dem Expression-Taster kann man das Expression-Pedal, das interne, einrichten und auch ein zweites Expression-Pedal einstellen. Mit Save speichert man das jeweilige Preset ab. Hier gibt es die Effekte zu sehen. Man sieht genau, welche gerade aktiv sind. Geht man hier hinein, kann man die Parameter verändern. Und seinen Sound formen. Wenn man fertig ist, speichert man das Ganze ab. Es gibt zwei Tastenkombinationen. Einmal der Tuner. Man kann das Ganze gemutet machen oder per Bypass. Und hier die Herzzahl verändern. Mit dieser Tastenkombination gelangt man in die Looper-Funktion. Darauf gehe ich später noch ein. Das wäre der Taster für die Drum Machine. Dazu später auch noch mehr.
Ab Reset 150 bis 200 stehen freie Speicherplätze zur Verfügung und man kann hier seine eigenen Sounds abspeichern. Man wählt sich zum Beispiel ein Amp etwas Hall, vielleicht einen EQ und ein Noise Gate. Man kann aus verschiedenen Bar-Effekten und Kompressoren auswählen. Es gibt Distortion- und Overdrive-Pedale. Verschiedene Modulationseffekte. Und verschiedene Delay-Effekte. Ist der Sound fertig, Name vergeben, abspeichern und fertig. Ihr könnt aber auch ein bestehendes Preset nach euren Wünschen abändern und auf einer anderen Preset-Nummer abspeichern. Ich zeige das mal kurz. Wenn ihr hier auf Save geht, dann wählt ihr einfach einen Platz aus, der noch frei ist. Und da könnt ihr zum Beispiel dieses Preset hinspeichern und eventuell noch einen anderen Namen vergeben. So könnt ihr ganz einfach, wenn euch ein Preset gefällt, nach euren Wünschen abändern und müsst nicht ganz von vorne beginnen. Sehr praktisch, die Speaker-Simulation lässt sich am linken und rechten Output separat einstellen und zwar über System kann man die Speaker-Simulation zum Beispiel auf der rechten Seite deaktivieren und das Signal direkt an den FX-Return vom Amp schicken. Ihr hört jetzt zuerst das Signal vom Moore GE200 und dann über den clean eingestellten Randall Thrasher. Ich werde jetzt zeigen, wie man das Expression Pedal einstellen kann. Dem internen Expression Pedal lassen sich verschiedene Parameter zuweisen. Dazu muss man es erstmal aktivieren und dann über Merge ein Parameter auswählen, mit dem man es verbinden möchte. In meinem Fall der Gain-Regler. Als erstes stelle ich den Minimalwert ein und anschließend den Maximalwert. Beide sind dann miteinander verbunden und ich kann den Gain-Regler mit dem Expression Pedal bedienen. Mit an Bord, das ist wirklich der Oberhammer, ist eine Drum Machine und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das Moore GE200 hat einen 52-Sekunden-Looper an Bord und wie der funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. Musik.
Und zum Abschluss habe ich noch ein paar Sounds von den werkseitigen Presets angespielt. Das war das Moore TE-200, wirklich ein ganz tolles Pedal. Man hat hier wirklich alles unter der Haube, was man als Gitarrist benötigt. Man kann es sehr vielseitig einsetzen, zu Hause üben, im Studio Recording machen, mit in den Proberaum nehmen oder sogar einen Live-Gig bestreiten. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Testet das Pedal mal aus beim Händler eures Vertrauens. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Das war's von Musiker TV. Tschüss, euer Mario.